Mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise Mama's gonna be alright. Hallo du alte Bumsbirne und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute das Aufstiegsduell in der dritten Bundesliga, der 26. Spieltag. SVW in Wiesbaden gegen den 1. FC Saarbrücken. Viel Spaß! Heute bin ich in der Wiesbadener Britta Arena beim Topspiel, Wien Wiesbaden gegen den 1. FC Saarbrücken. Ich war in dieser Saison schon einmal in der Britta Arena und zwar beim Spiel Wien Wiesbaden gegen den VfB Oldenburg. Leider war die Stimmung damals richtig schlecht gewesen und obwohl Wiesbaden 3:1 gewonnen hatte, kam auch keine geile Stimmung auf, was ich sehr schade fand. Die Wiesbadener hatten eine Kampagne gegen den DFB am Start und haben das ganze Spiel lang in Drillepfeifen gepfiffen, was richtig hart auf den Sack ging. Ich hoffe sehr, dass es heute anders wird. Ein bisschen drücke ich Wien Wiesbaden schon die Daumen. Ich bin in Wiesbaden geboren, hab lange als Kind dort gewohnt und auch meine späten 20er Jahre habe ich in Wiesbaden verbracht, so dass ich schon einen engeren Bezug zu Wiesbaden habe. Viel zur Stimmung beitragen könnten heute auf jeden Fall die Fans des 1. FC Saarbrücken. Die Saarbrückener Fans durfte ich schon einmal in Kaiserslautern auf dem Wetzenberg erleben. In der letzten Saison verloren die Saarbrückener in Lautern mit 3:1. Aber die Fans haben alles gegeben und die Spieler angefeuert. Büro war auch im Einsatz. Leider auch Feuerwerk auf Fans, die Polizei sowie auf Ordner. Eine kurze Zusammenfassung der Büroshow könnt ihr sehen, wenn du hier oben rechts auf das i klickst. Nun zurück zum Spiel heute. Die Wiesbadener stehen aktuell mit 47 Punkten auf Platz 3 und somit auf einem Aufstiegsrelegationsplatz in die zweite Bundesliga. Auf dem zweiten Platz liegt der SC Freiburg 2 mit 51 Punkten und auf dem ersten Platz der SV Elversberg mit nahezu uneinholbaren 57 Punkten. Ich weiß nicht, wie hoch die zweiten Mannschaften aufsteigen dürfen und wie da die Regelungen sind. Aber ein Sieg der Wiesbadener heute gegen den 1. FC Saarbrücken wäre sehr wichtig, um den Tabellenplatz zu festigen und vielleicht noch an den Freiburgern vorbeizukommen. Die Saarbrückener hingegen liegen auf Platz 7 mit 39 Punkten. Nach einer tollen Hinrunde haben sie es in der Rückrunde nicht geschafft, oben dran zu bleiben. Gerade mal ein Sieg in 6 Spielen trübt etwas die Stimmung im Saarland, wobei Elversberg als Aufsteiger in die zweite Bundesliga ja schon gefühlt feststeht. Betrachtet man sich die Historie Wiesbaden gegen Saarbrücken, sieht es ganz gut für die Wiesbadener aus. Hier mal die Bilanz. 13 Spiele. 7 Siege. 5 Unentschieden. Und nur ein Niederlagen für die Wiesbadener. Die letzten 4 Partien gab's zweimal ein Unentschieden und zweimal hat Wiesbaden gewonnen. Wenn du nur die Tore dieses Spiels sehen willst, dann klicke einfach oben rechts auf das i, komm aber wieder zurück, okay? Und auf geht's in die Britta Arena. Ich hab mir ein ganz geiles Plätzchen ausgesucht, oder was sagt ihr? Also ich finde den Platz top und wäre ich Wien Wiesbaden-Fan, würde ich mir genau für diesen Platz eine Dauerkarte zulegen. Ich blende mal hier die Aufstellung ein. Und hier ist die Startelf der Saarbrücken. Die erste Halbzeit wird präsentiert von Modalit, deine Sportwetter. Yeah.
13 Zuschauer in der Gruppe. Danke.